Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und beim letzten Mal haben wir in Schloss Hyrule mal für Tod und Vernichtung und Zerstörung gesorgt. Das tun wir auch mal. Anstatt dass das immer nur andersrum passiert. Da ist in Schloss Hyrule Tod und Zerstörung auf alle Hylianer passiert. Ja, und jetzt wollen wir endlich wieder gehen. So eigentlich ist das der Plan. Aber wir müssen halt nur einen Weg finden, hier rauszukommen, ohne zu verrecken. Das ist jetzt noch das eine große Problem, das wir haben. Mal schauen, wir sind von da unten durch die Bibliothek gekommen. Haben da ganz unten noch ganz viele Räume. Eigentlich will ich hier drin nicht mehr zu viel erkunden. Aber wahrscheinlich wäre es am sinnvollsten, hier jetzt noch nach links, durch das Tor, das uns jetzt gerade anlacht, rauszugehen, weil da direkt die Zugbrücke nach Süden ist. Dann können wir von da aus direkt einfach nach Süden hoffentlich durchfliegen an allen Wächtern vorbei und so. Und dann kämen wir hier wieder raus. Versuchen wir das mal. Weil da von dem Speisezimmer aus sah das jetzt nicht unbedingt nach etwas aus, was einfach wäre, von da rauszukommen. Hallo, großes Auge. Ich kenne Zelda-Spiele. In große Augen schießt man Pfeile rein. Plopp. Und das hat anscheinend den komischen Glibber weggemacht. Dafür steht da immer noch ein schwarzer Moblin. Aber von deiner Sorte habe ich beim letzten Mal doch schon genug getötet. Muss ich von euch noch mehr haben? Der hatte mich noch nicht bemerkt. Ich hätte ihn einfach erledigen können oder gehen können. Oh, das Gardeschwert ist schon so gut wie erledigt. Tschüss Gardeschwert. Hallo Knochenmobkeule. Ja, wir haben einige von diesen Gardesachen beim letzten Mal gefunden und da steht halt überall dran, die Dinger halten nicht lange und man merkt's auch. Wenn man die tatsächlich im Kampf benutzen möchte, das geht nicht sonderlich lange. Leider. Aber dafür sind sie halt, ich meine, die sind halt stark, aber dafür halten sie halt nicht, ne? Ja. Ich bin mir nicht sicher, wie der erste Schuss gegen den Kollegen nicht getroffen hat, aber beim zweiten kann ich es verstehen. Au! Das war, glaube ich, meine vorletzte Fee. Das ist jetzt ein gewisses Problem. Ich hatte halt irgendwie damit gerechnet, dass meine blöde Mobkeule den schon trifft. Okay, was haben wir hier Schönes? Eine königshelle Barde. Diese prächtig gestaltete Waffe trugen Ritter, die repräsentative Orte wie den Audienzsaal bewachten. Cool. Eine helle Barde mit 26. Haben wir irgendwas Schwächeres dabei? Nicht wirklich, ne? Ja, theoretisch. Die Garde-helle Barde wahrscheinlich auch. Der Ding hält halt nicht lange. Apropos. Dann wäre das Kämpfen wahrscheinlich auch einfacher gewesen. Hallo Auge? Tschüss Auge. Plopp. Okay, diese Augen zu zerstören, macht Dinge kaputt. Wir haben den Ausguck gefunden. Wie schön. Im Ausguck gibt es ein Elektroschwert. Ein magisches Schwert, das im Hyrule-Gebirge mit Hilfe von Blitzen geschmiedet werden, worden sein soll. Schwinge es, wenn es golden leuchtet, um Gegner zu schocken. Ja, ne? Das wollen wir auf jeden Fall haben. So, jetzt haben wir von allen Elementarwaffen mal eine dabei. Wir haben ein Elektroschwert dabei, wir haben ein Feuergroßschwert und ein Eisgroßschwert. Jetzt sind wir mal ganz gut ausgerüstet, was sowas angeht. Falls wir mal irgendwelche Elementarsachen brauchen, haben wir es auf jeden Fall. Dann haben wir hier antiker Pfeil dreimal. Drei Pfeile mit Spitzen aus Klingen antiker Waffen. Sie sind außergewöhnlich effektiv im Kampf. Sogar gegen Wächter. Ja, besonders gegen Wächter. Antike Pfeile können antike Wächter one-shotten. Königsbogen. Der König von Hyrule belohnte die besten Bogenschützen unter seinen Rittern mit diesem Bogen. Nicht nur prachtvoll gestaltet, sondern auch überaus mächtig. Ja. Hat das jetzt schon aktiviert? Oder müssen wir davon noch irgendwo näher dran gehen? Das sollte doch eigentlich irgendwo was schweben lassen, oder nicht? Bin ich blind? Normalerweise ist es aber bei den Dingern noch, wenn man da rangeht, dann spawnen die irgendwo Sachen, die man abknallen muss. Oder habe ich mir das nur eingebildet?
Oh, die Wächter sind auf jeden Fall sehr aufmerksam, was unsere Anwesenheit angeht. Okay, also ich sehe nichts, was dadurch aktiviert wird. Das verwirrt mich. Okay, dann lassen wir den halt. Ich will mich jetzt hier nicht hinstellen, während die ganzen Wächter mir in die Fresse schießen. Ist nicht die beste Idee. Dann nehmen wir wohl mal den Ishin-Bogen. Aha, Moment, jetzt habe ich... Jetzt habe ich es gesehen. Na, noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Au. Okay, das war jetzt ein bisschen niedriger. Irgendwie rutschen wir gerade. Ah, es hat getroffen. Wunderbar. Ich weiß nicht, warum wir uns plötzlich bewegen. Ja, ja, mit Rakoxam. Tschüssi. Wir brauchen 17 für ein neues Waffendingen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Problem. Okay. So, wir sind auf der Südseite. Natürlich wollen wir eigentlich weiter nach Norden, müssen wir dann nach Westen rüber. Also sind wir mal hier. Eine Sache, die ich vielleicht mal eben überprüfen sollte, ist, ob hier irgendwelche Sachen im Schloss sind. Das sieht nicht im Schloss aus. Das ist definitiv eine Quelle. Das sieht im Schloss aus. Wahrscheinlich sollten wir dann mal eben noch die... Weil wir einmal da sind. Die Erinnerung suchen. Ah, das sind die Zwillingsberge. Davor haben wir schon mal Hinweis bekommen. Da können wir uns dann theoretisch von hier aus auch aufmachen. Das ist ja ein Festplatz im Süden vom Schloss aus. Ja, okay. Ich schätze mal, wir suchen eben noch nach der... Eben, sagt er. Wir suchen noch nach der Erinnerung für Lanky Lank. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, das hat nichts getan. Komme ich hinter mir wieder raus? Komme ich, ja. Okay. Ist gut zu wissen. Hier unten waren wir schon drin, ne? Hier unten waren wir in der Tat schon drin. Ich bin hier eigentlich nur rein, um den Lasern zu entkommen. Okay. Album. Nicht das Album, das Album hätte ich gerne. Oh, ist auf jeden Fall eine Tür. Und da oben noch mehr Türen. Da oben haben wir einen Turm und Türen. So, müssen wir weiter nach oben. Cooler Baum lang. Finde ich super, dass du da mal rumgeklettert bist. Hier müssen wir wohl dran vorbeiklettern. Falls wir hier dran vorbeigeklettert kommen. Ansonsten müssen wir halt doch nochmal ins Schloss rein und außen rum. Also innen drin an allem vorbei. Wir haben eigentlich genug Ausdauersachen dabei, ne? Theoretisch können wir dann quasi allem rumklettern, solange es keine Wächter in die Fresse schießen. Oder in dem Fall in den Rücken schießen wollen würden. Also wie der Wächter da vorne zum Beispiel. Hallo Krog. Hallo Krog. Habe ich gut geraten. Oho. Tschüssi. Ja, ne? Ach, da wollte ich nicht runterfallen. Das war nicht der Plan. Das war nicht Teil des Plans. Absolut nicht Teil meines Plans gewesen. Aber gut. Jetzt sind wir mal hier. Haben direkt die nächsten Laserkollegen im Gesicht. So, was ich eigentlich wollte, war... nicht in diesen Laser reinzulaufen. Die sind verdammt aufmerksam. Muss man denen lassen.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die Verheerung da unten erledigen kann, indem ich das Auge abschieße. Aber ich kriege einfach gerade keinen guten Winkel auf das Ding. Weil jetzt die ganze Zeit ein sehr aufmerksames Standgeschütz steht. Mal abgesehen von dem, das direkt über mir ist. Nein, das Auge ist zu. Da kann ich nichts machen. Von hier aus, da müsste ich, glaube ich, näher ran. Aber näher ranzugehen wäre überaus gefährlich. Von daher lassen wir das mal. Na, die haben mich beide schon bemerkt. Ja, die sind sehr aufmerksam, die Dinger. Okay, also wenn ich das richtig sehe, müssen wir da oben hin. Oder das da oben, wo der Wächter drum rumkreist, sieht zumindest nach einer guten Stelle aus. Dass das die Erinnerung sein könnte. Dann machen wir uns doch einfach mal Richtung dieses Turmes. Ist immer nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Laser in unserem Rücken erscheint und wann wir irgendwann mal nicht mehr von den Dingern ausweichen können und wir einfach aus der Luft gesniped werden. Apropos aus der Luft gesniped werden. Hier war jetzt mit nur plus 2. Müssen dringend wieder Maxi-Zeug kochen. Okay, wo führt dieser Innenraum hier hin? Das führt uns nicht nach mit da oben. Es würde uns nur weiter da unten in diesen Komplex führen. Was auch immer das da unten für ein Komplex ist. Da unten ist Wasser. Gibt's hier sonst noch irgendwann? Ich hatte eigentlich ursprünglich nicht vorgehabt, so viel von Schloss Hyrule zu erkunden, aber... Wie das Schicksal schon mal so will, ne? Oh, hallo Auge? Tschüss, Auge. Plopp, das hat da hinten einiges weggemacht. Wo führt das denn hin? Ah, das führt wieder in denselben Trakt zurück, aus dem wir gekommen sind. Da war irgendwo mal so eine Verheerungswand, wo wir nicht durchkamen. Frage ist, ob wir jetzt zufällig die andere Seite davon gerade weggeschossen haben. Vorne hängt auf jeden Fall noch ein Auge. Mehr Augen vernichten. Das führt auf jeden Fall hier in einen Turm rein. Sind wir jetzt gerade genau unter dem, wo wir sein wollen? Nicht so richtig. Unten ist aber ein Ausgang. Der wahrscheinlich gerade erst aufgegangen ist, weil wir das Ding weggeschossen haben. Verdammt aufmerksam. Er hat mich schon bemerkt, bevor ich um die Ecke gekommen bin. Ich glaube, das Ding lassen wir mal in Ruhe. Der schießt uns nur ins Gesicht. Und das möchte ich nicht. Ich mag es nicht, wenn mir Leute ins Gesicht schießen. Sonst lieber wie die Feiglinge den Laser in den Rücken schießen. Das wäre mir da schon fast lieber. Wir müssten schon fast wieder da sein, wo wir ursprünglich rausgegangen sind. Oh, der hat es überlebt. Will man nicht damit rechnen, dass feindliche Angriffe überleben? Okay, das da scheint, glaube ich, die andere... Ist das nicht die andere Seite von da, wo... Ja, das ist die andere Seite. Von da, wo wir raus sind, aber die ist von hier aus auch verklebt. Okay. Hatte gedacht, vielleicht können wir von hier aus die... Das müssen wir eben noch wegschießen. Schauen wir mal kurz, wo der Ausgang hier hinführt, bevor wir einfach wieder rausgehen. Ah, hier. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Alles klar, jetzt... Jetzt habe ich's. Gut. Frage ist dann, wo das hier hinführt. Zurück nach Gegend, wo wir noch nicht waren. Führt uns das weiter nach oben? Nicht wirklich. Dann lassen wir das da einfach erstmal sein. Erkunden wir das irgendwann später mal. Verziehen uns stattdessen mal wieder
Sind traurig darüber, dass wir diese eine Tür da nicht öffnen können. Sind traurig, dass da oben direkt so ein komisches Wächterding steht, das uns abknallen will. Und gehen mal wieder hier hinten hin. So, wir könnten noch gucken, was unten ist. Aber wir wollen ja nicht eher weiter nach oben. So viel Interesse an dem Erkunden habe ich auch nicht. Ich erinnere mich zwar daran, dass irgendwas Gutes im Keller war, aber ich weiß nicht mehr was. Im Keller war. Soll ich meinen, da wäre irgendwas Sinnvolles gewesen, aber frag mich nie wer. So, jetzt haben wir allerdings auch vorhin aus der Entfernung schon gesehen, dass hier irgendwo auch einer von den fliegenden Wächtern seine Kreise zieht. Das ist so ein bisschen vorsichtig, müssen wir sein. Ja, fliegt da oben rum. Oh, hier können wir uns doch bestimmt nochmal ausruhen, ne? Jawohl. Sollen wir vielleicht gucken, dass wir tatsächlich unter dem Brückendingens erstmal langklettern? Sicher ist anders, ne? Als das, was wir gerade so veranstalten. Wenn das Ding uns sieht, bleibt uns nichts anderes als Flucht. Und der fliegt, der kann uns verdammt weit verfolgen. Gut, dass wir sneaky Outfits anhaben. Nicht, dass es gegen die Dinger hilft. Okay. Dem Laser schon mal ausgewichen. Ich brauche gleich dringend irgendeins von meinen Ausdauer-Comfort-Foods. Jetzt zum Beispiel. Der wollte gerade auf mich schießen. Puh, wir haben es irgendwie hier reingeschafft. In Zeldas Labor. Und davor ist auch die Erinnerung. Ja, gut, wir haben es hier hochgeschafft. Wunderbar. Zeldas Forschungsnotizen lesen? Ja klar, beim letzten Mal haben wir das Tagebuch ihres Vaters gelesen. Jetzt können wir auch mal Zeldas Sachen lesen. Ich bin mir sicher, da wird sie nichts gegen haben, dass wir ihre privaten Einsichten und Einblicke lesen und so. Audienz bei Impa, Anführerin des Shika-Stamms. Heute beginnt meine Erforschung der Relikte. Impa hat mir Pura und Robello vorgestellt. Beides Shika. Morgen Ausgrabung mit den beiden. Wir müssen ein Relikt finden, mit dem wir den Leitstein kontrollieren können. Bei den Ausgrabungen der Ruinen wurde ein Stein gefunden, der möglicherweise zur Kontrolle des Leitsteins dient. Es handelt sich um eine von zwei Händen zu haltende Tafel, die mit Schriftzeichen der antiken Shika bedeckt ist. Was könnte es nur sein? Hust, hust. Es besteht aus einem unbekannten Material, womöglich das gleiche, aus dem die Schreine im ganzen Land sind? Impa hat zugestimmt, dass ich den Stein untersuche. Ich hoffe, er ist der Schlüssel zu meinen Forschungen. Wir nennen das Relikt in Form einer Steintafel jetzt Shika-Stein. Ihr seid sehr einfallsreich. Die ausgegrabenen Dokumente geben keinen Aufschluss über seinen Namen. Deshalb hat Puras Vorschlag sich durchgesetzt. Ihre Begründung? Es ist aus Stein. Shika haben ihn erschaffen. Shika-Stein. Ein etwas einfallsloser Name. Na, wenigstens ist Zelda auf meiner Seite. Danke, Zelda. Ich habe eine Funktion des Shika-Steins reaktiviert. Das sogenannte Fotomodul kann Bilder erstellen. Diese Bilder geben ganz ohne die Hand eines Zeichners das Motiv lebensecht wieder. Es ist erstaunlich, wie fortgeschritten die Technologie der antiken Shika war. Wir vermuten, dass der Shika-Stein den Leitstein kontrollieren kann. Ich muss nur herausfinden, wie. Ich habe mit den Recken eine Übung zur Steuerung der Titanen durchgeführt. Zu meiner Überraschung kam Mipha perfekt klar, während Daruk am Anfang etwas zu kämpfen hatte. Ubosa und Rivali harmonieren beide gut mit ihren Titanen. Haben wir tatsächlich eine Chance gegen die Verheerung? Ja, ja, ist super gelaufen. Wir wissen. Robello kommt gut damit voran, die ausgegrabenen Wächter wieder lauffähig zu machen. Wir haben aber noch lange nicht alle Wächter gefunden. Laut der Aufzeichnung gibt es noch viele andere Typen. Sie sollen in 5 riesigen Säulen lagern, die sich unter dem Schloss Hyrule befinden. Aber egal, wie tief wir vordringen, wir können diese Säulen nicht finden. Wie tief unter der Erde können sie sein? Und vielleicht kommen sie erst zum Vorschein, wenn sie die Präsenz der Verheerung Ganon spüren? Ja, wo könnten diese Säulen nur gewesen sein?
Überall in Hyrule werden antike Bauten entdeckt. Doch wir haben nach wie vor keine Ahnung, wie man sie betritt. Laut der Aufzeichnung dienen sie dem Helden, der die Verheerung bezwingt. Aber wie werden sie aktiviert? Pura denkt, der Shika-Stein könnte der Schlüssel sein. Ich stimme ihr zu. Gut, gut, Zelda. Leider zeigt er keine Reaktion in der Nähe dieser Bauten. Doch, ich werde nicht aufgeben. Wenn es noch eine Möglichkeit zum Kampf gegen die Verheerung gibt, müssen wir sie ergreifen. Gespräch mit Pura über den Schrein des Lebens, den wir entdeckt haben. Er scheint tatsächlich über erstaunliche Heilungsfähigkeiten zu verfügen und muss als Krankenstation gedient haben. Ferner kann er den Patienten während der Behandlung über lange Zeit in einem künstlichen Schlaf halten. Ob es vor 10.000 Jahren im Kampf gegen die Verheerung so viele Verletzte gab, dass solche Einrichtungen nötig waren? Leider konnten wir ihn noch nicht so justieren, dass wir ihn mit allen Funktionen in Betrieb nehmen könnten. Es bleibt zu hoffen, dass wir den Schrein des Lebens nie brauchen werden, auch wenn die Verheerung zurückkehrt. Lesen werden. Ah ja, haben wir zumindest ein paar Dinge gelernt. Sei da sonst irgendwelche interessanten Dinge in ihrem Labor? Irgendwelche Gläser, in denen nichts drin ist? Ein Teleskop? Weil zumindest nichts drin zu sein scheint, nichts Wichtiges. Ein paar Bücher, also nur so halbwichtige Dinge, ne? Dann erinnern wir uns doch einfach mal. Dafür sind wir ja hier. Das Lesen in Zeldas Notizen hilft uns natürlich nicht für die Erinnerung, weil wir waren nicht dabei. Da können wir uns nicht dran erinnern. Aber anscheinend können wir uns an dieses Bild erinnern. Da sah mal alles etwas weniger verheerend aus. Da war mal kein Standgeschütz da oben. Das nur darauf wartet, uns ins Gesicht schießen zu können. Ah ja, als Wächter uns noch nicht umbringen wollten. Gutes Seil. Wir sind soweit. Endlich ist es uns gelungen, die Wächter zu aktivieren. Wir sind ganz nah dran. Wir müssen die Wächter und die Titanen nur weiter studieren. Dann könnten wir uns vielleicht zur Wehr setzen, wenn die Verheerung Ganon tatsächlich zurückkehrt. Was tut ihr hier? Ist immer gut, wenn Zelda mit Lank redet und Lank guckt sie einfach nur an. Hi König, wie geht's? Wir haben uns das Experiment mit den Wächtern angesehen. Wenn wir diese antike Technologie beherrschen, sind wir der Verheerung gar noch nicht hilflos ausgeliefert. In der Tat. Die Erforschung dieser Relikte ist von höchster Wichtigkeit für unser Königreich. Aber als Prinzessin von Hyrule hast du weit bedeutendere Aufgaben zu erfüllen. Es kommt mir so vor, als hätten wir über eine ähnliche Diskussion im Tagebuch des Königs gelesen. Das tue ich doch gar nicht. Erst vor wenigen Tagen habe ich mich in der Quelle des Mutes gereinigt. Dort gebetet und... Vergeude deine Zeit nicht mit diesen Relikten. Von jetzt an gibt es für dich nur deine Übungen und sonst gar nichts. Genau, du darfst keine Hobbys haben. Die Verheerung zu versiegeln, fliegt dir einfach so im Schlaf zu? Natürlich nicht. Aber ich gebe ja schon mein Bestes. Das alles bringt nur nichts. Bei der Erforschung der Relikte könnte ich wenigstens... Spar dir deine Ausflüchte. Von heute an ist Schluss damit. Ich verbiete jede weitere Beschäftigung mit diesen Relikten. Oh. Deine Ausbildung an den Quellen. Weißt du, wie man am Hof über dich redet? Wie man dich hinter vorgehaltener Hand nennt? Missratenes Prinzesschen heißt du da. Oder Prinzessin machtlos. Ja, die Leute sind nett zu 16-Jährigen. Ich will, dass du ihnen das Gegenteil beweist. Ist das klar? Mädchen hat mit 6 ihre Mutter verloren. Wurde danach den ganzen Tag nur dazu drangsaliert, irgendwelche Rituale zu vollführen, um irgendwelche Bannkräfte zu bekommen, die legendär sind und angeblich vor 10.000 Jahren irgendwann mal nützlich waren. Macht Sinn, über solche Leute zu lästern. Das hilft auch total. Glücklicherweise stört es niemanden, dass wir hier oben einfach mal stehen und einen Flashback hatten. Das ist aber nicht mehr lange so. Je. Komische Flugwächter, den interessiert es glaube ich schon, dass wir hier standen.
Ja, den interessiert das in der Tat, dass wir da standen. Dann nutzen wir doch, dass er sich verzogen hat und schauen uns mal hier noch um. Da unten hängt einfach noch ein Moblin in der Gegend rum, weil warum nicht? Irgendwo müssen die ja schlafen, ne? Das ist nur die Frage. Jetzt, wo wir einmal hier sind, sollten wir mal eben in unser Tagebuch schauen. Die Küche, die Rumis, Kron der Schatten? Nee. Geisterhafte Rüstung? Nee. Die Leibwache? Die Leibwache. In der Nähe des Speisezimmers, das Ding müssen wir gefunden haben, am Übungsplatz und über dem Thronsaal. Okay. Den Übungsplatz haben wir noch nicht gefunden. Der Thronsaal ist wahrscheinlich irgendwo ganz oben. Hier sind wir schon ziemlich weit oben. Jetzt können wir natürlich noch versuchen, über den Thronsaal zu kommen, um da noch nach einer weiteren Schatztruhe Ausschau zu halten. Und ist eben nur die Frage, wie weiter nach oben kommen, wo wir einmal hier sind. Da kann ich nämlich, glaube ich, nicht dran langklettern. Ich könnte wahrscheinlich theoretisch da hochklettern. Vorausgesetzt, der Wächter bringt mich nicht vorher um. Wenn er mich entdeckt, schießt er mich da ziemlich sicher runter. Ansonsten gibt es da hinten noch einen Hintereingang. Ja, aber der ist deutlich weiter unten. Ich schätze, wir werden wohl einen anderen Weg finden müssen. Das hier ist zum Beispiel ein Weg. Oder könnte es vielleicht einer sein? Schau mal, vielleicht kommen wir irgendwie von hinten an den Thronsaal ran. Der Thronsaal selber klingt noch eine extrem bescheidene Idee mit den 6 Herzen, die wir haben. Wobei unsere Ausrüstung, was Waffen und so angeht, jetzt gerade eigentlich ziemlich gut ist, aber der Thronsaal selber klingt immer noch nach einer ziemlich bescheidenen Idee. Schaffe ich das Klettern? Ach, Glück gehabt. Das war knapp. Okay, ein bisschen weiter oben müssten wir noch. Thronsaal. Okay, den haben wir doch schon gefunden. Also, weiter nach oben. Für die Sachen, die angeblich über dem Thronsaal sein sollen. Mehr Sachen der Leibgarde. Danach bliebe nur noch ein Übungsplatz zu finden, der irgendwo sein soll. Oh, ich hatte nicht damit gerechnet, auf der anderen Seite einfach runterzufallen. Komme ich hier überhaupt hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir werden es gleich herausfinden. Ansonsten falle ich halt ein Stück. Also was auch immer Lang gemacht hat, um ein dermaßen guter Extremsportler zu werden. Es hat sich gelohnt. Und das muss man ihm lassen. Das Klettern, das kriegt nicht jeder hin. Okay, sind wir über dem Thronsaal? Das ist die Frage, wo sie jetzt hier unsere Belohnung verstecken könnte. Oh, hi. Aha, da vorne sehe ich eine Schatztruhe. Da wollen wir wahrscheinlich hin. Ich hoffe, es stört niemanden, dass ich einfach mal hier so oben rumkletter. Dü-dü-dü-dü-dü. Ich bin nur zum Anschauen hier. Hier haben wir nämlich die X-Kiste und hier haben wir die Leibwache-Mütze drin. Die Mütze der königlichen Leibwache von Hyrule. Sie ist leichter als sie aussieht und sorgt für freie Beweglichkeit. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Okay. Boah, damit fehlt uns jetzt in der Tat nur noch die Belohnung am Übungsplatz. Wenn man jetzt wüsste, wo der ist.
Könnte man auch da direkt noch hin. Ich wollte nicht an diese Leiter. Ich habe nicht mal gesehen, dass da eine Leiter ist. Gut, jetzt wo wir natürlich einmal hier oben sind, können wir natürlich einfach noch an die Spitze klettern. Wenn ich mich recht entsinne. Es wäre der perfekte Ort, um da einen zu verstecken. Wenn ich mich recht entsinne, ist ein Krog oben auf der Spitze des Schlosses. Von daher, da wir einmal schon mal hier oben sind, dann können wir uns von oben vielleicht auch besser umgucken, wo denn der Übungsplatz sein könnte. Um dann da nach noch mehr Belohnungen Ausschau zu halten. Ich wollte da nicht gesprungen sein. Das klingt nach keiner guten Idee, so früh so viel Ausdauer zu verbrauchen. Schauen wir mal, ob und wie wir hier hochkommen. Jedenfalls muss ich wieder eins meiner schönen Ausdaueressen wegessen. Aber ich meine, genau für solche Dinge habe ich sie ja, ne? Genau für solche Dinge habe ich die Ausdauersachen ja gekocht. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Das hat jetzt weniger gut funktioniert. Das war anscheinend minimal zu schräg für den guten Lang. Schauen wir mal, irgendwo muss man doch hier hochkommen. Mal wieder hier. Oben hingreifen. Jawohl, Lang, du kannst das. Du kannst das doch. Stolz auf dich. So langsam wird es hier oben kalt. Und glitschig wird es hier anscheinend auch noch. Dann schauen wir uns mal hier um. Hier kann man wunderbar nach unten fallen. Hier kann man vor allem einen Schatz so finden. Plop. Mit weiteren 5 antiken Pfeilen. Sehr gut. Die Dinger findet man nicht so oft. Na gut, wenn wir welche finden. Dann klettern wir weiter nach oben. Weiter mit der Vermutung, dass da oben ein Krog ist. Ich meine mich daran zu erinnern. Ich hoffe, ich liege nicht falsch und wir klettern hier umsonst hoch. Ich meine, wenn man schon das hier oben hier hinbaut, ne, sollte man meinen, dass man auch irgendwas hinsetzt, wo es sich lohnt, dafür dahin zu klettern. Sollte man meinen. Die Legende von Lang, dem Helden, der für einen Schrein unten in den Stegen in Schloss Hyrule reinging und danach das komplette Schloss erkundet und bis an seine Spitze erklommen hat und danach einfach wieder ging, weil er noch nicht gut genug ausgerüstet ist. So, und jetzt ist mir warm. Perfekt. Ich hätte auch das Winterwams anziehen können, aber nö. Wie gesagt. Och nee. Muss jetzt gerade Blutmond sein. Ich meine, es ist natürlich die perfekte Gelegenheit für einen Blutmond. Heißt aber auch, dass die ganzen Feinde, die wir in dem Schloss Hyrule getötet haben, jetzt gleich alle wieder da sind. Dafür habe ich die Dinger nicht umgebracht. Da die einfach wieder respawnen. Und oh, hier gibt es gar keine Möglichkeit mehr, kurz anzuhalten. Dann ist das mein Pech. Trinken wir erstmal die Medizin, das sollte nämlich eigentlich reichen. Und ja, in der Tat ist da oben ein Krog. Wer hätte es gedacht? Schön ganz an der Spitze. Du willst mich doch. Du willst mich doch. Lang, warum zur Teufel hast du dich da oben nicht festgehalten? Natürlich, beim Runterfallen konnte ich da plötzlich stehen. Aber nicht beim Hochklettern, um dann mal die Ausdauer wieder aufzufüllen. Nein. Warum auch? Mensch, Lang. Alles deine Schuld. Gut, dann halt das Ganze nochmal. So. Dann holen wir jetzt mal unseren Krog hier oben. Der mutigste Krog der Welt.
Der drückt über Schloss Hyrule einfach mal in der Luft rumhängt. Und dann können wir jetzt hier mutig dem Blutmond entgegenstarren. Falls die Blutmondkatzin überhaupt kommt. Aber es ist Mitternacht, sie sollte eigentlich kommen. Oder auch nicht. Na gut, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wahrscheinlich einmal kurz schauen, wo zum Teufel der Übungsplatz ist oder zumindest mal versuchen zu schauen, wo der Übungsplatz ist und ansonsten jetzt doch endlich mal die Biege machen aus Schloss Hyrule raus, weil eigentlich wollten wir gar nicht hier sein, ne? Eigentlich wollten wir da vorne in die Richtung. Naja, schauen wir mal, ne? Bis dahin. Aloha.